Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir das kleine Dörflein Birdsley erreicht und wir können nicht raus. Was? Oder bin ich? Ich bin von da gekommen, oder? Weiß jetzt nicht. Nee, ich bin von da gekommen. Oh. Und ja, wir waren eigentlich auf der Suche nach diesen Echsentypen, haben wir nicht gefunden. Wir haben aber eine Exorzistin gefunden namens Warte. Eleanor. Magon ga sewa ninatta you da na. Und ja, Odo shite tan ja nai wa yo. Wakatteiru. der Omae alte Mann tachi wa spricht mit tabi o uns. tsuzukeru nda ro. Kore o motte ke. Sasayakana rei da. Kochen wurde im Menü hinzugefügt. Das habe ich mich in der letzten Folge direkt noch gefragt, ne? Jetzt wird es direkt natürlich hinzugefügt. Ja. Durch das Essen von Gerichten werden die KP der Gruppe wiederhergestellt und sie erhalten im nächsten Kampf Bonuseffekte. Das Kochenmenü bietet drei Optionen. Mit Autokochen kannst du ein Gericht auswählen, das nach dem Kampf automatisch zubereitet wird. Mit Kochen und Essen kannst du sofort ein einzelnes Gericht zubereiten und verspeisen. Mit Fertigkeiten kannst du die erlangten Kochfertigkeiten ansehen. Beginnen wir mit Kochen und Essen. Okay. Wenn du Kochen und Essen auswählst, kannst du sofort ein Gericht zubereiten und deine Effekte aktivieren. Links befindet sich die Liste der Rezepte, die du erlernt hast. Rechts befindet sich Informationen zu jedem Rezept. Die für das ausgewählte Rezept erforderlichen Zutaten werden unten rechts angezeigt. Wenn du die nötigen Zutaten hast, kannst du das Gericht kochen. Hab ich wahrscheinlich noch nichts, ne? Suche zunächst erstmal Stachelschweinbürstchen zuzubereiten. Wähle das Rezept aus der Liste aus. Als nächstes wählen den Charakter, der kochen wird, und die anzuwendenden Kochfertigkeiten. Jeder Charakter hat andere Kochfertigkeiten. Wähle erstmal Velvets Fertigkeit. Betäubung minus 10. Okay. Ja. Das Gericht ist fertig. Du profitierst nun von seinen Bonuseffekten und der Charakter, der es gekocht hat, erhält Kocherfahrungspunkte. Sobald dein Charakter genug Kocherfahrungspunkte gesammelt hat, steigt sein Kochlevel und erhält zusätzliche Kochfertigkeiten. Das Kochlevel jedes Charakters wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Als nächstes sehen wir die Option Autokochen an. Bitte wählen Sie aus dem unten stehenden Menü aus. Die Effekte ihres Gerichts halten nur einen Kampf lang an. Das heißt, im weiteren Kampf wirst du nicht davon profitieren. Outkochen wird für deine Gruppe nach jedem Kampf automatisch ein Gericht zubereitet. Wow, das klingt sehr, sehr verschwenderisch. Allerdings brauchst du dafür auch weiterhin erforderliche Zutaten. Die Option Outkochen funktioniert auf die gleiche Weise wie das normal Zubereiten des Gerichts. Wenn du dich auf der Karte befindest, wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, wie oft das ausgewählte Rezept noch automatisch zubereitet werden kann. Fehlen die nötigen Zutaten, wird hier keine Zahl angezeigt und es wird nach dem nächsten Kampf auch kein Gericht zubereitet. In diesem Fall musst du dann fortan Zutaten aufstocken und ein anderes Rezept auswählen. Nutze die Möglichkeit, Gerichte zu kochen, bei deinen Abenteuern zum Vorteil. ちゃんとわかるわよ。血の味だけはね。それ以外は？何も。満腹感も感じないみたい。見たいって、初めて食ったように。初めてよ。ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。お嬢、今まで何を食ったんだ？わかるでしょ。あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ。 Wir haben Sachen bekommen. Schwerter und Geister. Erneute Menüexpertin. Ah. そういや、さっきの武器屋の親父が神水も分けてくれたんだった。これからゴーマと戦うのに。 飲んで平気なの？一歩引っ掛けりゃ体が温まるぜ。寒さも感じないのに。そうだったな。ま、俺も今は飲まん。使うだけだ。お清めでもするつもり？そういう使い方もあるが、もっと実用的な話でな。刀身と柄を止めてる目釘が緩まないように、戦いの前には湿らせてやるんだ。切ることしか考えてないのね。 Okay. Autokochen ist, glaube ich, an, oder? Das möchte ich mal kurz ausstellen.
Wenn euch übrigens der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal auch weiterhelfen. Ja, das werde ich nicht brauchen. Glaube ich nicht. G20, Level 20, meine Güte. Wir haben schon Zeit. Okay. Muss ich nicht unbedingt nach ihrem Kampf. Ich habe sowieso im Moment keine Probleme hier zu überleben, wo ich auch schwer spiele. Also sind noch sehr, sehr. Ist immer noch Dingens hier an. Ja. Und rechts wird er immer noch angezeigt. Ach, wir haben gerade einen Kocheffekt an, ne? So, kann ich den Stein da kaputt machen? Kaputt. Mann, da könnte man noch nicht rein, ne? In die Höhle. Warte mal, Menüexpertin. Weithändige. Das ist ja 60 Minuten im Menü, ne? Kann immer noch aufgeballert werden. Ja, immer noch. Den jetzigen Titel. Der ist noch gut. So, dann gehen wir mal rein und machen diesen Dylan oder Dynas oder wie auch immer der Nummer ist kaputt. Haduro-Höhle, Höhle in den Nordmarsch, in der Nordmarsch. Ich dachte, da kann ich alles erkunden. Okay, wenn ich jemanden auf der Karte finde, dann wird er doch verzeichnet, ne? So, neue Gegner, machen wir die kalt. Und 4 Stück. Sehr einfach gegen verborgen. Auch. Oh, hat er davon. Nehme ich mich an. Meine. Ich habe einen Verbau mit euch. Aber zu spät. Ja, das war ein guter Flächenangriff. Irgendwas sagt mir, die Kämpfe werden hier ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn mir einmal die Dinge fehlen, ne, dann habe ich ein Problem. Meine Dinge hier, meine Seelen, meine Güte. Alter, der ist so langsam mit seinen Angriff. Ich will meine Katar 1 einsetzen, die jetzt nicht alles. Alter, wieder Dinger. Da sagt jemand an. Ja. Wenn ich Gegner erledige, bekomme ich auch Dinger. So, langsam begreife ich es. Verdiente Titel, Schattenschreiterin. Bernsteinklinge. Da war so ein Sternchen. Vermiedene Angriffe. Alle Arzt basieren auf ihrem erhöht die Taumeldauer. Blablabla. Alle in den. Okay. Einwechseln in den Kampf. Oh, cool. Kann man Charaktere wechseln im Kampf? Das ist doch mal richtig geil. Gut. So, wir haben eine Sackgasse hier. Wird nicht auf der Karte angezeigt. Verdammt. Okay. Kann man mit Öl machen. Anzünden. Vielleicht nicht so eine geile Idee. Oh, Seelen. Jetzt hatten wir noch immer genug, um Truhen zu öffnen. Soll sich bitte nicht ändern. So, ihr seid doch bestimmt anfällig, nicht gegen. Na, nein. Ha! Oh. So, das ist. Ist gut, dass ihr ihre Dingens auch alleine einsetzen. Dorf. Geiler Kontakt. Wie gut, dass Baby ihre Dings auch so einsetzt. Oh mein Gott, deine KP. Nee. Also geht sogar ein bisschen zurück. Sehr gut. Ich muss ja nicht sagen, nee, du hast wenig KP, ey. Ey, meine Kontakt. Boah. Ja,
Dann kommt ein Kampf wieder kaputt, ne? Ja, jetzt könnte man mal einen Kampf essen, aber gucken wir mal. Kochen und essen. Wow, fast voll. Nee, sogar ganz voll war das. Wow. Ja, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich auch gerne hier storytechnisch weiterkommen und nicht wieder 10 Kämpfe hier machen und nichts erreichen. So, wo ich so ein Gefühl habe, ich werde es notwendig haben. Wie viele Dinge hat er? 9. Boah, dauert mal ewig, bis der irgendwas lernt. So. Apfelgelee, das kommt jetzt gerade manchmal so unpraktisch. Gut. Die Truhen, die werden auf der Karte angezeigt. Das ist immer gut. So, Gefühl, wenn der erste Boss irgendwie kommt, bin ich dran. Obwohl wir einen Boss hatten, wie den ersten Boss hatten wir ja schon dabei, dieser Drache, ne? Und dieser Oscar, ne? So, da warten eine Menge Gegner. Oh Gottchen. So, da erstmal die Truhe einsacken, bitte. Und von der Galt ausgezeichnet. Und dann in der Hinsicht eine Katztruhe. Komm her, du. Oh Gott. Nein, da war schon wieder zu früh. Also warte, ich mach das so. Ich mach meinen ganzen verborgenen Arzt hin. Später, wenn ich mehr habe, werde ich wahrscheinlich 2 Reihen verborgenen Arzt, 2 Reihen Kriegsarzt machen. Wenn ich übrigens abwehre, dann meistens automatisch. Ne? Also er macht dann automatisch. Nicht ich. Sehr gut. Ich liege immer noch hinterher mit den Erfahrungspunkten. Nein, das ist wieder zu viel. Gott verdammt mich. Wenn man so langweilig aussieht, immer die gleiche Attacke einsetzt und so redet. Oh, wie kannst du es wagen? Jetzt zeigt sich der Schwierigkeitsgrad hier, ne? Ich bin trotzdem nicht mehr im Kampf hier. Boah. Ja. Trotzdem nicht mehr im Kampf hier kochen. Ganz schön Verschwendung. Boah. Bin ja verschwendet. Boah, mein Gott. Oh, du hast doch gar nichts mehr hier. Ja, komm. Ha. Oh Mann. Toll, was habe ich jetzt bekommen? Was Neues. Glaube ich. Wie sieht es mit deinen Fähigkeiten überhaupt aus? Hast du irgendwas noch zum Leveln? Du hast noch viele Sachen zum Leveln. So, wieder kochen. So, über noch einer irgendwo. Mein Gott, warum sind hier so viele noch? Ja, die 3 Seelen möchte ich gerne haben, danke. Da kam ich. Ja, komm her.
Oh Mann, jedes Mal. Ja, weil du übertreibst mit deinen Dingen jetzt nicht die ganze Zeit, ne? Setz dich nicht die ganze Zeit ein, deine KP gehen dadurch in meinen Einfluss. Warte mal, kann ich das irgendwie einstellen? Für Angriffe. Diesmal sind deine AP auch voll. So einfach ist das. Ja, gut gekämpft. Weiter. Ja, warte, erreicht. Ich möchte nicht immer 15, 20 Minuten hier kämpfen und nichts erreichen. Alter, was? Felsbogen zerstören. Du kannst riesige Felsbogen zerstören, indem du X drückst. Wenn du Felsbogen zerstörst, können sich neue Wege öffnen. Zerstöre Felsbogen erscheinen nicht noch einmal. Zerstöre sie also lieber, sobald du auf einen triffst. Pff. Einfach dagegen treten, genau. Hätten wir in einem bestimmt auch kaputt machen können. So, immer ein neues aus 2. Jetzt hat mir gar nichts gegeben. 25, oh Gott, die waren teurer. Rosenkorsage. Ja, irgendwann werde ich natürlich vollkommen abgehen hier mit den Accessoires, wenn ich genug habe. Aber im Moment lassen wir das erstmal. Wie so meine Trends haben wie Mikleo damals, den Tales of Hysteria, der immer eine Sonnenbrille an hatte. Egal zu welchem Zeitpunkt, der hatte immer eine Sonnenbrille an bei mir. Ich kannte ihn gar nicht ohne. Ja, das ist, glaube ich, ein neuer Gegner, ne? Oh Gott! Ah. Doch nicht auf den, ne? Der Anfänger da drin? Ich glaube nicht, ne? Ihr seid sogar immun. Wer wird? Das ist eine AP auch, verdammt. Ja, diesmal schafft sich sogar HP hier zu behalten. Alter! Ihre AP sind voll im Eimer schon wieder. Ey. Oh, boah, da liegen noch Sachen. Ja, geht weg. Warte mal, hier ist auch gar nichts. Wie geht's da nicht weiter? Oder? Was? Also. Ja, es gibt Dinger, worüber man aber springen kann. Da brauche ich jetzt nicht wirklich eine Dingens. Alter, gibt's hier viel Gegner. Ich glaube, hier werden wir nicht mehr viel erreichen. Wenn uns hier durch die Höhle durchkämpfen, so wie ich das sehe. Hallo, na? Praktisch, ich habe gerade 25 von denen weggeballert. Okay. Boah, da komme ich doch nicht ohne Kampf raus. Doch. What? Zwei Ausgänge. Du kannst ihn wahrscheinlich bewegen. Das war vor. Genau so. Iwa korogatte ashi wa katamaru da ne? Ja, dafür brauche ich nicht unbedingt eine Erklärung. Ja, da ist ein Felsbrocken, den kannst du kaputt hauen. Da ist ein Felsbrocken, den kannst du rollen. Okay, da sieht schon wieder zu richtig aus. Gehen wir mal da lang erst. Wuff, wuff. Und ja, hi. Oh Gott. Warte mal hier, da ist eine Sackgasse, das ist schon besser. Was geht? Na, boah, guck sich das mal einer an. Nein, aber zum Prüfen, ich dachte, das wäre ein Ding.
Ah, ich bin wieder noch einiges gegangen. Das ist aber gut auf Flächenangriff für mich. Oh, ich habe drei drin, ja. Da kann natürlich wieder sehr perfekt eingesetzt. Weil ich glaube, er hat auch mehr Art-Angriff, ne? Also müsste er oder so viel verborgene Art einsetzen. Scheint ihr Level aber irgendwie nicht aufzuholen, obwohl ich die ganze Zeit die Gegner hier finische. Ich tue die doch finischen, oder? Ich meine jedenfalls. Goldtruhe. Schattendolche. Vielleicht sollte ich mich auch erstmal darauf konzentrieren, bessere Dinger hier einzusetzen, ne? Aber jetzt bin ich auch schon zur Hälfte mit denen fertig. Da, diese Dinger sind schon fast fertig. Bei ihr dauert alles noch ewig. Ich muss viele Kämpfe machen, habe ich so viel. Ha! Wurf. Sie weicht hier locker aus mit Ausweichen. So eine Seele. Feuer damit. Uff. So muss das gehen. Bitte setzt halt nicht bei jeder Gelegenheit ein, David. Aber ich glaube, je öfter halt einsetzt, desto schneller bekommst du auch einen Titel, deswegen lasse ich das mal. Na, gehen wir aus dem Weg. Nein! Ja. Oh Gott, boah, wird es echt Parts geben, wo ich nichts erreiche, ne? So, ich will da schon wieder eine neue Seele. Joink. Ja, wenn noch eine Truhe auftaucht mit 25 Katzpunkte, Seelen, Dinger, habe ich wieder genug, hoffentlich. Okay. Ich glaube, wenn ein Bosskampf oder so kommt, werde ich aber wieder Velvet steuern. In ihrer Fähigkeit hier. Also ganz verkehrt setzt sie sie auch nicht ein, habe ich so Gefühl. Was ist das? Das ist ein besonders starker Gegner, ne? Des Lebens. Wo will ich gegen den kämpfen? Ich will es irgendwie kommen. Oh, wir haben schon wieder die Musik. Oh Gott, dann werde ich wieder Copyright hier. Den Marmann so viel. Nein! Ich dachte, verdammt nochmal ein. Ah, greif mich doch mal an. Oh, das war, glaube ich, eine sehr doofe Idee. Mein Gott, ich gebe euch meine kleinen Viecher jetzt, aber da ich so für. Komm schon. Nein, Velvet. Na, geh auf mich los, bitte. Aber wer du tust, immer wieder neue Leute hier rufen, das wäre ganz schön nervig. Uns fehlt eindeutig ein Heiler. Boah, ich glaube, ich setze hier Leben rausschaffe. Da kommt schon ein Feig. Wenn nur einer übrig ist, wird das schon klappen. Trefft ihn noch nicht mal. Also, wenn nur noch der übrig ist, werden wir schaffen. Der wird jetzt nicht Dings andauert ein. So, du bist gegen. Du bist nicht gegen Dings anfällig. Aua! So. Okay. Meine voll fertig jetzt. Oh nein. Oh nein. Finger weg von dem. Du heil dich mal bitte. Aua. Oh.
Oh Gott. Der hat mir voll einen reingegeben. Ja, ich glaube, ich werde, wenn ich fertig bin. Oh Gott, jetzt geht er erst durch, ne? Und dann. Oh Gott. Nein, ich rufe nach Verstärkung, bitte. Ah. Nein, abgebrochen. Bitte sagen, wir haben das abgebrochen. Ja, halte dich mal ein bisschen hoch, bitte. Nein! Ich laufe nur ein, sehr gut. Uff. Also, das schaffen wir doch hier. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie kaputt hauen lasse. Aber ich habe keine Dings. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, ich konnte sowieso keine Dings einsetzen. Mein Gott. Alter, warum bist du denn so schnell? Okay, halt dich mal bitte. Da, das ist mir zu knapp hier, ey. Hör auf mit diesen Angriffen. Ja. Also, ich hätte doch gelacht, wenn wir es hier schaffen. Wenn wir es nicht schaffen. Ha. Okay, ich weiß, was ich als nächstes machen werde. Ich werde raus aus dieser Stadt gehen. Und dann noch mal ein paar Dinge ins Ziel holen. Apfelgelees und so. Ja. Noch einmal. Ja. Nein, das gibt's doch jetzt nicht. So, Freck. Da muss ich verarschen. Hey, was ist mein Dings? Ja. Freck. Oh mein Gott. Oh Gott. Lahmlegerin, okay. Hey, Mikro, mach jetzt nicht so. Und das hat unsere Dings hier. Möglich die Flugstabilierung im Kampf. Ah, cool. Oh Gott, das war unschön. Kochen. Boah, wir müssen ja wieder raus, hab ich so ein Gefühl. So, aber gut ist, die haben ein paar Sachen hier gemeistert, ausgezeichnet. Okay, Feuerschaden reduziert um 4%. Was braucht denn nicht so viele Punkte, Mann? Alles braucht ihr so viele Punkte. Ach, das war heftig. Ehring. So, hast du irgendwas hier gemeistert? Nö. Na, ja, ein Schadensverhängung während Betäubung. Und zwar. Okay. Ich dachte, wir hätten mehr Sachen hier erfahren. Gemeistert, aber okay. Puh, der war nicht nett, aber wir haben den geschafft. Oh Gott, geh weg. Ich muss jetzt nach draußen erstmal wieder und mir Apfelgelees und zu kaufen. Natürlich nicht so dolle hier. Ich habe alles hier verbraucht bei dem. So, wir können jetzt noch mal zurück zum Dorf. Jetzt nicht zum Dorf, oder? Oh, oder wir gehen weiter und speichern. Ich werde dann aufscreen zum Dorf zurückgehen. Yasha,
Kuma? Jita Kotonaiga, do you go, Manando? Tekio Kte Chikarani Kairu Bakemono. Sorry, Gai was Hm. Onna de Tekio Kurau to you to Onibaba no Ishukana. Ah? Ima no Kau. Chotto, sore pukatta zo. Okay. Was auch immer ihr mir entgegenkommt, gehen seine Klinge. Leute, wir sind schon lang genug jetzt hier. それにしては立ち筋がいいし、基本もきちんとしてる。それなのにいきなり蹴り技を使ったりするのが面白い。だからガリウって言ってるでしょ。あんたこそ何なのその二刀流。命の太刀とやらを抜きもしない。 抜かないからいいのさ。それも蘭月家の教えってやつ。おう。借りたものは返す。全てはそのためにある。わけわからない。Okay. Sehr komplex wahrscheinlich. Muss ich nicht verstehen, weil wir... Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hatte schon genug Action für diesen Part. Ei. Was schönste wäre ja, wenn er irgendwie ein Shop nur so auf mich wartet, ne? Wo ist dieser Echsen-Dämon? Er soll in der Höhle sein. Vielleicht, wir sind ja schon beim Ausgang der Höhle, hab ich so Gefühl. So, wo geht's hier hin? Bin ich nicht in einer Cutscene oder so? Ich möchte noch einen Speicherpunkt erreichen, dann werde ich offscreen zum Dienst hier zurückkehren, zu diesem Dorf. Mich nochmal mit Apfelgummis und so. Warte mal, wer gerade auf? Ja, ich habe jetzt keinen. Die heißen gar nicht Apfelgummis mehr, die heißen Apfelgelee, ne? Oh Gott. Und ja, warum unser Daten auf einmal geändert? Ja, bitte sag mir, das ist eine Abkürzung zum Ausgang oder so. So, wenn jetzt da hinten der Boss auf uns wartet, dann muss da ein Speicherpunkt kommen, oder? においはどうなんだ?なんで?味覚ってのは嗅覚と しかし、匂いはするのに味はしないか。お前は自分のことをクーマと言っていたが、随分寂しい食生活だな。そういうあんたは何を食べてるのよ。主に浸水だな。飲み物じゃない。寂しいのはあんたもでしょ。バカを言うな。浸水ほど奥深いものはないぞ。素材も製法もセンサー万別。 甘いも辛いも融通無下。舌の上に広がる熟成さ。味わい、鼻を臭ぐる芳醇な香り。お子様にはわからん世界さ。あっそ。ゴーマになって以来、回るのが早くなったのがたまに傷だがな。ゴーマの味覚って。Vorher war ich nie blau. Ich habe kein Problem. Es ist nur ein Problem, wenn ich nicht genug davon habe. So, was ist das da? Das sieht doch aus, als könnte ich damit zum Ausgang zurück, oder? Was mal da ist, das ist ein Stein. Oh mein Gott, ein Giant Rock. Und viele Seelen ausgezeichnet. Gut. Alles klar. Ah, ich glaube, ich werde aufgehen, einige meiner Ausrüstungsteile ein bisschen meistern. Oder? Teleportationspunkte. Ab und zu wirst du auf gerade Teleportationspunkte sehen. Du schaltest sie frei, indem du sie berührst. Danach kannst du zu anderen Teleportationspunkten reisen, die du auf derselben Karte in der Nähe des Eingangs. Höhlentiefen. Haha, das kommt doch jetzt gerade sowas von perfekt. Dann werde ich hier kurz zum Dorf zurückgehen, mich an
Heilmitteln wieder aufstocken. Und weiter. Da kann ich auch direkt jetzt hier machen, ne? Wird schon dabei. Ihr seid ja jetzt alle dabei, ne? Weißt du, ich vielleicht durch ein Ladenlevel irgendwie so erhöhen oder so, was weiß ich. Achso, ja, da. Ja, warte, jetzt kann ich auch den Stein kaputt machen. Doof. Ah. Und ja. Wir haben wahrscheinlich Zeit damit verbringen, Offscreen ein bisschen zu trainieren. Mit diese Meistersachen, damit ich die Sachen hier meistern kann und so. Wäre wahrscheinlich nicht irgendwie, wie viele Level Erfahrungspunkte brauchen die für ein Level Up? Viel. Ich tue ungern irgendwie offscreen aufleveln. Deswegen werde ich nur so lange leveln, bis meine Fähigkeiten ja voll sind. So, ich hole mir jetzt 15 da und da könnte ich nicht aufhalten. Und Tränke des Lebens kaufe ich mir. Ach. Ja. Wird offscreen ein bisschen trainieren, also wird das schon gehen. Wenn ich so lange erstmal hochleveln, bis einige Fähigkeiten ja gemeistert sind. Und ja, was Level angeht, werde ich versuchen, nur auf dem gleichen Level zu bleiben oder kurz vor Level 8 oder irgendwie sowas. Und mal schauen, wie ich das regel. Jedenfalls beende ich den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Let's Play Tales of Berseria. Wenn euch das gefällt, könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich allerliebst freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Prost.